Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Die letzte Folge lief so ideal, wie sie nur laufen konnte. Wir haben extrem viele coole Sachen gefunden, Wildschweine getötet, Feuerstein gesammelt und so weiter und so fort. Oh Gott, Gräuling. Wollt das eigentlich mal mit dem perfekten Blocken probieren? Komm mal her, schlag mal zu. Ja, so, und jetzt seht ihr taumelt und dann könnt ihr ihn nämlich schön verprügeln. Cool, beim ersten Mal gleich geklappt. War natürlich alles Können und kein Zufall, falls ihr das denkt. Wo ist denn hier so unser Zuhause? Also ungefähr so die Richtung. Ah nein, ich wollte da nichts mehr sammeln. Wir sind da fast überladen. Bloß Wildschweine würde ich noch töten, wenn ich welche sehe. Ansonsten nehmen wir hier nichts mit. Auch wenn es noch so schön glitzert. Er hat uns aber von weit weg gehört. Aber ja, jetzt könnt ihr noch wegrennen. Wartet's nur ab, ich habe bald einen Bogen. Dann ist hier nichts mehr mit Flüchten. Bin mal gespannt, wie gut ich mich mit dem Bogen mache. Weil die Pfeile doch ganz schön schnell abfallen, also nach unten gehen. Gravitation und so. Also man muss sich da ein bisschen vertraut machen, wie hoch man zielen muss, um zu treffen. Hey, Wildschwein. Nein, wir haben keine Ausdauer. Na, zum Glück war der gleich beim ersten Schlag weg. Nimm sie mit. Nein, wir tragen zu viel. Verdammt. Aber Wildschwein-Trophäe möchte ich nicht liegen lassen. Die gibt's nicht so oft, glaube ich. Werfen wir den Löwenzahn weg? Ich glaube, wir werfen den Löwenzahn weg. Jetzt sind wir genau bei 300. Jetzt wird hier nichts mehr angegriffen oder sonstiges. Wir müssten ja gleich da sein. Dann können wir uns nochmal in Ruhe ausruhen. Einmal kurz die Nase krabbeln und wieder weiterziehen. Auf die Jagd. Ach, ist das schön. Ich finde, wir haben uns ein schönes Plätzchen rausgesucht. Packen erstmal ein bisschen was in die Truhe. Wie das hier oder, na gut, den Echsenschwanz können wir kochen. Lasst uns mal kurz gucken, wie es hier im Haus aussieht. Da sammelt sich ganz schön der Rauch, ne? Ich glaube, so ideal ist das noch nicht. Wir müssten ja rein theoretisch uns jetzt auch hier die Kochstelle drüber packen können. 1, 2, 3. So ein paar Sachen hinhängen. Allerdings sehen wir von hier natürlich an direkt 11 Minuten. Da haben wir Schaden bekommen. Entweder war der Fuß im Feuer oder es ist doch die Rauchvergiftung. Ja, das sieht mir irgendwie alles noch nicht so geil aus hier. Wir kriegen wieder Schaden. Kein Platz mehr. Alles voll. Sammelt's ein. Gekochtes Fleisch. Gekochtes Fleisch. Hier auch. Wir haben eine ganze Menge gesammelt. Wir kochen das jetzt erstmal schnell alles durch. Ja, wir kriegen Rauchschaden. Mist. Das müssen wir definitiv nochmal umbauen. Macht ja so auf jeden Fall gar keinen Sinn. Gott, wie viel haben wir denn? Kannst im Rauch nicht atmen. Also wir sind auf jeden Fall versorgt für ein paar Tage, würde ich sagen. Ja, ich weiß, Rauchvergiftung. Wir haben zumindest schon mal den Ausgeruht-Skill. Das geht immer relativ schnell. 11 Minuten hält er schon. Das können wir auch noch erhöhen, indem wir es uns gemütlicher machen. Aber dazu später mehr. Ah, meine Truhe ist voll. Mist. 162 geht aber. Und hier haben wir Feuerstein. Haben wir das ganze Holz weggepackt. Ich Vollidiot. So. Wir können Bogen bauen. 8 Stück. Wir haben nur, oh, wir haben nur 12 gesammelt. Aber ein Speer würde auch gehen.
besser geht. Hacke haben wir schon. Ein Schild wäre eigentlich schon ganz cool, wenn wir uns Eiktür stellen wollen. Müssen wir mal gucken. Qualität 1, Haltbarkeit, Blockwert 20. Blockwert 35, dafür aber auch Bewegungstempo. Das ist jenseits von Gut und Böse. Was brauchen das? 4 Lederreste. Könnten wir uns gerade so mit dem Bogen zusammen leisten, ne? Ich würde sagen, wir machen das. Plus Bogen. Holzpfeile kosten nur Holz, das ist schon mal sehr gut. Feuersteinmesser, ach, braucht auch Lederreste, schade. Ich dachte, das können wir uns schnell noch gönnen. Aber das war wohl nicht der Fall. Jetzt lasst mich mal kurz das Schnellwahlmenü ein bisschen sortieren. Gott. Ist denn jetzt auf einmal die Musik so gruselig geworden? Ich dachte schon, hier kommt wieder so ein Ansturm von Ecktür seinen Kreaturen. Ja, was passt an dem Abzug noch nicht so? Vielleicht brauchen wir doch ein Loch im Dach. Dass es nur nach oben steigt. Wir probieren es mal. Solange Nacht ist, würde ich sowieso ganz gerne hier noch ein bisschen Ruhe haben. Das ist weg. Wir bauen mal noch weiter hoch. Ach, kriege ich von hier natürlich wieder nicht hin. Zack. Ach, hier drüben dran. Ja. Und so, wird das jetzt besser mit dem Rauch hier drin. Oben muss noch wahrscheinlich so ein halbes Ding. Kriege ich jetzt bestimmt von hier unten nicht gebaut. Wohl doch. So. Rauch haben wir immer noch hier. Das ist, glaube ich, weniger. Wir lassen es erstmal so. Mal gucken. Ansonsten müssen wir es halt noch verbessern. Das sieht doch schon ganz schick aus mit der kleinen Kochstelle hier drin. Ein kleiner Tipp, den ich noch gelesen habe, ist auf jeden Fall auch ein bisschen was zu futtern hier oben in die Schnellwahlleiste zu packen. Dann kann man schneller drauf zugreifen. Gerade im Kampf ist das wohl sehr, sehr ein Vorteil. Bauhammer, Fackel. Die Steinaxt kann erstmal weg. Ich würde jetzt hier den Bogen reinpacken. Und mit Rechtsklick müssen wir hier noch auf die Pfeile drücken. Damit er auch weiß, welche Pfeile er nehmen soll, denn es gibt auch noch schönere Feuerpfeile und sowas. Wir hauen uns einen Pilz rein. Ein Stückchen Echsenschwanz. Mit Taste 7 natürlich auch noch eine Himbeere. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder hier in die Richtung. Zum Wasser und gucken mal, ob wir jetzt mit dem Bogen ein paar Hirsche erledigen können. Dunkeln ist halt immer so ein bisschen semi-optimal. Da war was. Wir haben auf jeden Fall aus der Richtung hier. Aber wo es sein soll, weiß ich nicht. Wo bist du? Weil die Frage hat das Geräusch jetzt gemacht, weil es sich schon vor uns erschreckt hat. Wo hier rechts jetzt? Hör dich doch. Müssen mal ganz kurz Ausdauer sammeln. Da ist es. Ich sehe es. Da hinten. Aber es geht hinter so ein Stückchen Erhöhung. Ich sehe es nicht mehr. Komm, bleib hier. Da ist der Hirsch. Stückchen höher zielen. Ja, wir haben's. Das hat doch wie angegossen funktioniert ja. Oder das passt doch wie angegossen. Mit dem Bogen. Cool, 2 rohes Fleisch haben wir. Hast du noch Kumpels? Haben wir den Pfeil jetzt wieder aufgesammelt? Nee, ne? Die Pfeile sind dann weg. Na gut, die kosten bloß ein bisschen Holz. Daran soll es nicht scheitern. Und dort... Ach, shit. Wo bist du?
Ich sehe nicht mehr. Können wir das irgendwie abbrechen? Ja, rechte Maustaste. Für jeden, den es interessiert. Wow, ich bin sehr begeistert, dass das funktioniert hat. Ein Hirschfell und rohes Fleisch. Eine von der Hirschtrophäe hatten wir ja schon und wir brauchen, soweit ich weiß, noch eine zweite, um Eiktür zu beschwören. Deshalb ist es gar nicht schlecht, dass wir gerade Rehe und Hirsche jagen. Nachts werden wahrscheinlich auch mehr von denen rauskommen aus ihren Verstecken. Ein paar Himbeeren nehmen wir natürlich mit. Gar keine Frage. Aber jetzt ist es gerade doch etwas ruhig. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber ein bisschen Leder brauchen wir unbedingt noch, damit wir uns die Feuersteinaxt herstellen können. Die hätte ich zumindest sehr gerne. Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Ach, jetzt habe ich gar keine Axt ausgewählt. So im Schnellwahlmenü. Wir können mal gucken, wie cool das Schild blockt. Komm. Ich möchte mein Schild an dir ausprobieren. Komm her. So, ich glaube, die haben Feuerangst, genau. Angst vor Feuer, wollte ich sagen. Deswegen rennt er dann, glaube ich, weg. Aber wir können generell mal ein bisschen Feuer anmachen, damit ihr mehr seht. Hast das Harz vergessen? Naja, dann machen wir jetzt... Oh, ich bin schon wieder ganz schön vom Weg abgekommen. Erstmal hier rüber zum Wasser. Suchen da noch ein paar Feuersteine zusammen. Und dann sollte es ja hoffentlich auch zeitnah hell werden. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Wildschweinjagd, weil im Dunkeln ist das echt anstrengender als im Hellen. 65 Leben ist halt auch absolut noch nicht viel. Ich weiß nicht genau, durch was wir das erhöhen. Ich glaube, durch andere Kombinationen von Essen. Haben wir den schon durchgelesen hier? Ich war einst Astrid, Schildmeite des Waldes. Ich weiß nichts mehr über mein Leben, bevor ich hier erwachte. Doch mein Arm erinnert sich des Schwertes und meine Augen erkennen den Flug von Pfeilen. Und nun leiten mich die Raben. Heute kämpfe ich in Odins Namen gegen Biester und Bestien. Hör doch was. Aber wo? Den tue ich auf jeden Fall nichts. Ach, schaut mal. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man so einen krassen Sternenhimmel hat. Was ist das für ein heftiger Baum? Wo bin ich denn? Ich bin doch hier. Ach, hier unten war das Wasser. Ich bin zu weit oben. Ich dachte, ich muss noch hoch. So Richtung Norden. Aber nein, wir sind im Auenwald übrigens. Dann laufen wir hier wieder ein Stück runter. Das können wir natürlich noch mitnehmen. Dann haben wir hier das verlassene Haus. Jetzt habe ich dich aber gehört. Mach mal kurz die Fackel aus. Heuling? War der das? Ne, da ist es. Jawohl. Ne, Pfeil wollte ich für den Gräuling jetzt nicht verschwenden. Oh, Wildschwein. Oh Gott. Sag mal. Schwein, du. Komm her. Rennst dich eh zu Tode. Sag ich doch. Da haben wir Leder bekommen. Der Gräuling kriegt auch auf den Kopf. Ah, die halten echt ganz schön viel aus. Oh nein. Nein, nein. Ah, wir haben keine Waffe mehr. Wo ist er hin? Da kommt er. Dann müssen wir ihn schnell mit dem Pfeil holen. Und mal ganz, ganz fix
die Axt hier wieder ausrüsten. Zwei Leder haben wir gerade mal zusammen. Also Leder ist wirklich eine ganz schöne Qual. Ich glaube, da muss früher oder später wirklich so eine Wildschweinzucht her. Und da geht die Sonne auf am Wasser. Ach komm, das gucken wir uns mal schnell an. Ach, ist das schön. Also hier werde ich definitiv noch ein Häuschen hinbauen. Gerade wenn wir auch Segelboote und so noch bauen können. Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht verkehrt, hier was am Wasser zu haben. Bienen müssen wir bloß noch finden. Und dann bin ich eigentlich schon echt happy. Das ist bloß eine kleine Hütte hier. Nichts weiter drin. Ein Feuerstein. Aber hier sind wir ja, glaube ich, schon lang, ne? Oh, da habe ich einen übersehen. Da ist noch einer. Wird Zeit, dass es hell wird. Ne, das sah bloß so aus. War keiner. Ist halt auch wirklich verdammt langsam im Wasser. Da haben wir noch. Und hier. Hier ein paar Bienen drin. Auch nicht. Hier liegt noch Holz. Das nehmen wir natürlich auch mit. Jetzt müssten wir langsam schon wieder hier sein, wo wir schon waren, ne? Jep. Hier haben wir schon eingesammelt. Dann gehen wir vielleicht doch nochmal ein bisschen tiefer in den Wald. Um noch ein paar Wildschweine zu erledigen. Weil so groß Feuerstein sehe ich hier nicht mehr. Wir können ja später dann noch das restliche Ufer ablaufen. Ui, da war noch einer. Na, die Welt speichert, leckt sie mal kurz. Na gut. Dann gehen wir weiter auf die Jagd. Wir gucken mal, in welche Richtung müssen wir wieder nach Hause. Sind wir eigentlich genau richtig? Wir haben jetzt zwei Leder. Was haben wir hier? Hirschfell. Und bestimmt später einen schönen Teppich draus basteln. Das ist halt auch das, was ich mit der Bequemlichkeit meinte. Desto mehr man sein Zuhause verschönert mit Teppichen, Tischen, Betten und so weiter, desto bequemlicher wird es und desto länger hat man diesen Ausgeruht-Skill. Ich glaube auf... Moment, jetzt habe ich es mir extra auf die Schnellwahltasten gepackt und nutze es doch nicht. Harz auf was anwenden? So, das war Harz, ist gar nichts zu essen, was wir da reingepackt haben. Weiß nicht, ob wir uns das Fleisch erstmal aufheben. Ich glaube, 24 Minuten oder so die Drehe kriegt man es aktuell mit dem Ausgeruht-Skill hin. Wäre natürlich mega cool. Na komm, probier's. Ach, schlecht geblockt. Harz haben wir aufgenommen. Ein bisschen Leder wäre halt echt noch schön, dass wir noch eine Feuersteinaxt basteln können. Dann wäre ich schon ziemlich happy. Weiß auch nicht, aber bei dem Spiel muss ich andauernd an Gothic denken. Gothic 1 oder Gothic 2, ich meine, Grafik ist fast auf demselben Level, aber... Das erinnert mich immer ganz stark daran. War natürlich vom Spiel her was ganz anderes. Was war das? Ich höre was. Oh nein, es rennt. Na gut, wir können hinterher rennen mit Bogen, ne? Wo bist du hin? Ah, der war schlecht geschossen.
Oh, das war knapp. Schade. Wir sind ja schon wieder zu Hause. Das ging schneller als erwartet. Komm noch mal her, kleiner Hirsch. Ich möchte nichts Böses. Ja, jetzt ist er, glaube ich, zu weit weg. Ach, der hört auch irgendwann auf. Ah nein, hört er nicht. Der Kreis war weg. Den wieder einsammeln? Nö, schade. Da haben wir einen Pfeil verschenkt. Naja, was haben wir gesammelt? Wir haben 24 Feuersteine, das ist mega cool. Wir haben 2 Leder. Wir haben eine ganze Menge an Essen mittlerweile und auch Hirschfell. Wir können ja mal kurz gucken, was wir jetzt alles noch Cooles bauen können. Da rennt es und wir lassen es in Ruhe. Ein Feuerstein-Speer. Ja, können wir früher oder später definitiv noch machen. Aber ich glaube, wenn wir in unseren Bauhammer gehen... Ach, schaut mal, ein Läufer. Wenn wir uns einen Läufer bauen, hatte ich doch recht mit dem Teppich. Eigentlich müsste es hier so vor die Feuerstelle. Wir müssen die Fackel nochmal wegnehmen. Wir bauen uns hier so einen Läufer hin. Weiß nicht, für quer ist besser, ne? Müsste eigentlich die Bequemlichkeit erhöhen. Jetzt hinsetzen. Kriegen wir jetzt gerade keinen Ausgeruht-Skill? Das verstehe ich nicht ganz. Muss da die Tür zu sein? Oh, jetzt. Es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen. Gemütlich 5. Jetzt haben wir 12 Minuten. Vor uns waren es 11. Könnte ich euch nämlich gleich mal demonstrieren, was ich meinte. Wir haben doch genau den Hackklotzhammer gelernt. Und der muss einfach hier mit an die Werkbank dran. Hier so daneben vielleicht. Zack. Jetzt können wir nämlich wieder Brustpanzer, Lederhosen, Lederhelm, Feuersteinpfeil. Jawohl, das wollten wir doch. Oder? Feuerpfeil? Feuersteinpfeil? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken mal. Ne, ist bloß mit einer Spitze aus Feuerstein, aber der brennt selber. Ah, hier, Feuerpfeil, da haben wir doch. Federn brauchen wir und Harz. Okay, dann ist ja gut, dass wir so viel Harz gesammelt haben. Aber an Federn fehlt es uns ja definitiv noch ohne Ende. Weiß nicht, ob wir das Messer jetzt noch unbedingt bauen. Ich glaube, wir sparen uns das Leder erstmal. Weil die Feuerpfeile sollen. Ne, nicht Feuerpfeil. Was wollte ich denn machen? Rüstung vor allem. Ach nein, es kostet Hirschfell. Haben wir das Hirschfell gerade ausgegeben für den Läufer? Hm. Müssen wir wohl doch in den nächsten Folgen noch ein paar mehr Hirsche jagen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.